Das lange Warten hat endlich ein Ende. Die Supersportwagen des ADAC GT Masters rollen wieder. Es ist natürlich toll, heute hier testen zu können. 3 Wochen vor dem ersten Rennen. Jeder freut sich jetzt, dass es endlich wieder losgeht. Ich freue mich echt drauf, wieder hinter das Lenker zu kommen und Rennen zu fahren. Der letzte offizielle Test in der Motorsport-Arena Oschersleben, nochmal ein Gradmesser für die Teams, die Ende April auf selben Asphalt zum ersten Saisonrennen antreten. Das Wichtigste, das Hauptaugenmerk, liegt auf der Arbeit mit dem Setup, weil wir, wie gesagt, einfach nicht mehr viel Zeit haben, dann beim Rennwochenende am Setup zu arbeiten. Deswegen müssen wir jetzt die Chance nutzen, um so viel wie möglich auszuprobieren. Ich meine, es ist gut, immer gut, Kilometer zu sammeln, gerade auch jetzt mal im Trockenen, war natürlich immer für uns auch öfters nass. Die Familie der Supersportwagen bekommt in diesem Jahr Zuwachs. Fans dürfen sich neben den gewohnten GT3-Kraftpaketen auf Nissan GT-R und Bentley Continental freuen. Ebenfalls neu, ab dieser Saison werden alle Fahrzeuge mit Pirelli-Reifen starten. Und an sich fühlt sich der Reifen ganz gut an. Es ist definitiv etwas anderes wie mit den Yokohama. Sie reagieren anders. Über die Konstanz gesehen, haben jetzt so viel noch nicht getestet, denke ich, hoffen wir, dass wir noch etwas lernen. Und diese scheinen dem amtierenden Champion Calvin van der Linde bei den Tests am besten zu liegen. Trainingsbestzeit. Allerdings muss der 18-Jährige in diesem Jahr auf seinen Meisterteamkollegen René Rast verzichten, da dieser Audi 2015 im Langstreckenprogramm unterstützt. Neu im Team, Stefan Wackerbauer. Also ich fühle mich super wohl in dem Team, vor allem mit Calvin natürlich. Der hat letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen, von dem kann ich sehr viel lernen mit Sicherheit. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass ich so schnell wie möglich mir seinen Fahrstil abschaue und einfach mich an das Auto gewöhnen kann. Einen starken Eindruck hinterlassen bei den Tests auch Daniel Kalwitz und Andreas Wirth in ihrer Corvette, sowie Jens Klingmann im BMW Z4. Der Favoritenkreis ist groß. Nach dem ersten Rennen kann man eigentlich erst einschätzen, wer wo steht wirklich. Ich denke, es werden die alten Bekannten sein. Audi wird mit Sicherheit stark sein, BMW wird stark sein, der Porsche wird stark sein, aber natürlich immer abhängig davon, wie gut sie mit den Reifen zurechtkommen. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist der Start der neu gegründeten ADAC Formel 4 im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters. Mit 42 Nennungen für den Saisonstart boomt das Starterfeld. Vor allem beim 16-jährigen Mick Schumacher ist das Medieninteresse riesengroß. Der Sohn vom Formel-1-Champion Michael Schumacher geht für Van Amersfoort Racing an den Start. Ich bin dann wie alle anderen Fahrer. So, das ist nicht, man muss es lernen. Es ist natürlich ist er talentiert, das hilft. Er hat eine riesige Erfahrung von der Familie hier mit Motorsport, das hilft. Aber sonst ist es ein erster Schritt im Motorsport und er braucht Zeit. Ob Formel 4 oder GT Masters, die Vorfreude auf das kommende Motorsportjahr ist groß. Endlich geht's wieder los. Das wird eine richtig geile Saison. Los geht es am 25. April in Oschersleben.